Stefanie Tadaska ist unsere Geschäftsführerin und schon seit einigen Jahren bei uns im Team, aber eben selten zu sehen, selten zu hören in der Öffentlichkeit. Das ändert sich jetzt. Stefanie gibt einen Überblick über die Orga und die Finanzen im Jahr 2020 von netzpolitik.org. So viel kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Als spendenfinanzierte Organisation im Jahr 2020 unterwegs zu sein im Pandemiejahr war durchaus aufregend. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf diesen Rückblick auf die Finanzen. Hallo ihr lieben Menschen da draußen am Bildschirm, ich bin Stefanie und ganz viel von dem, was ihr jeden Monat gebt, kommt bei mir am Ende auf dem Bildschirm an und zwar in Form von Spenden. Und deswegen war es irgendwie mal ganz angebracht, euch mal mitzunehmen in diese Welt, was diese Finanzen und Zahlen eigentlich bedeuten. Und Finanzen und Zahlen, das ist jetzt nicht unbedingt sofort das Rockstar-Thema unter den Themen bei Netzpolitik.org. Am Ende geht es halt schon um viel, viel mehr als um Zahlen und Tabellenkalkulationen. Sondern es geht darum, dass man schon Verantwortung hat für alle Menschen, die hier arbeiten. Dass man ihnen die Sicherheit gibt, dass sie eben ganz normal ihren Job machen können, dass sie sich um nichts anderes kümmern müssen. Wir haben im Januar natürlich unseren Budgetplan gemacht. Alles war kalkuliert, berechnet. Wir sind mit großer Motivation gestartet und dann auf einmal Ende Februar und dann Anfang März auf jeden Fall eine Pandemie ist da. Was ist jetzt? Können wir noch an dem festhalten, was wir uns am Anfang des Jahres vorgenommen haben? Und wir hatten viele schlaflose Nächte und haben hin und her überlegt, was wir jetzt tun. Drehen wir alles auf Null? Machen wir nur noch das Minimum? Irgendwie investieren wir in nichts und schaffen uns nichts Neues an? Oder ziehen wir unseren Plan durch und gucken erstmal, was passiert? Wir haben uns dann für Letzteres entschieden. Wenn es irgendwie scheiße läuft, dann können wir immer noch was korrigieren, aber jetzt direkt alles zu stoppen, ist vielleicht auch ein Fehler. Und dann haben wir natürlich jeden Tag geguckt, okay, wie sind die Spendeneingänge? Und März, April lief dann solide. Es war so der erste Moment des Aufatmens, dass es auf jeden Fall jetzt noch nicht einen krassen Absturz gibt. Und dann zog sich das Jahr weiter und der Sommer fing an. Und es war der 30.06., als ich meinen Laptop aufklappte und die Zahlungseingänge checkte. Und dann waren auf einmal 15.000 Euro mehr auf dem Konto und es war die Spende einer Einzelperson. Und das ist natürlich immer ein krasses Gefühl, wenn sowas passiert. Das passiert nicht so häufig bei Netzpolitik, sondern vielleicht so einmal im Jahr. Und dann, zwei Wochen später, passiert es auf einmal das zweite Mal. Noch eine Person, die uns 14.000 Euro spendet. Denn wir hatten tatsächlich auch schon mal den Fall, dass uns eine Person versehentlich 25.000 Euro überwiesen hat. Eigentlich wollte sie nur 250 Euro spenden. Wir haben das dann ganz unkompliziert gelöst und die Person hatte ihr Geld wieder und hat am Ende dann 400 Euro gespendet. Und das sind dann auch immer diese schönen Momente, in denen ich dann auch in meiner Funktion zeigen kann, dass das, was Netzpolitik den ganzen Tag nach außen postuliert, eben diese Welt besser machen zu wollen, nicht nur eine Phrase ist, sondern eigentlich in jedem Moment unseres Handelns hier stattfindet. Und das sind dann auch diese schönen Momente, in denen man eben mit unseren Spendern und Spenderinnen in Interaktion tritt. Auch wenn meistens natürlich der erste Anlass ist, dass irgendwas schiefgelaufen ist, ist es dann doch immer schön, miteinander zu schreiben. Mit manchen habe ich schon seit Jahren jetzt E-Mail-Verkehr und es gibt Insider-Witze und einige Leute schreiben uns auch ganz süße Briefe und geben sich viel Mühe. Da steht drauf, liebes Netzpolitik-Team, ihr seid perfekt. Und das freut einen natürlich unglaublich, wenn dann aus diesen Zahlen auch tatsächlich Menschen werden. Und in jedem dieser Momente merkt man auch einfach, wie viel Glück wir mit unserer Community haben. Gerade in diesen krassen Monaten jetzt seit März, in denen irgendwie alles ungewiss war, was passieren wird, konnten wir uns auf unsere Community verlassen. Und es ist am Ende sogar noch viel besser geworden, als wir uns das jemals gedacht hätten. Also es sind mehr Menschen dazugekommen, die uns unterstützen und die Zuverlässigkeit ist einfach da, diese Tausenden von Leuten, die einfach trotz allem uns unterstützen. Und ich glaube, das vergisst man auch manchmal im Alltagsstress und auch so in Konfliktsituationen, die es natürlich auch bei uns gibt, was für ein... besonderes Projekt das hier eigentlich ist. Und jetzt gerade ist das Licht ausgegangen, aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter.
Ja, alle stecken ganz, ganz viel hier rein. Also ob das jetzt erwünscht ist, gerade hinter der Kamera, der gerade verzweifelt, weil das Licht gerade ausgegangen ist, oder jeder andere Einzelne hier. Das ist halt einfach mehr als Erwerbsarbeit, was wir hier tun. Hier steckt ganz, ganz viel drin. Dann ist es natürlich umso schöner zu wissen, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das richtig finden, was man tut, die das gut finden, was man tut und die das auch unterstützen wollen. Ich freue mich schon auf die nächste Party, die hoffentlich nächstes Jahr stattfindet, mit allen Menschen, die hier arbeiten, aber natürlich auch mit allen Menschen, die uns unterstützen vielleicht. Und kann es eigentlich kaum erwarten, endlich wieder diesen Moment zu haben. Und in diesem Sinne, Prost, bis zum nächsten Jahr.